Ruder soll generell dazu dienen, dass das Boot beim Manövrieren vorne im Bugbereich leichter handelbar ist. Bei größeren Schiffen ist es auch der Fall, dass man auch ein Heckschallruder hat, sodass man auch seitlich dann fahren könnte mit vorne Bugschallruder und hinten das Heckschallruder. Hier ein E7 Kartenplotter und draußen ja den 125er Kartenplotter, bedeutet eben auch doppelte Sicherheit. Sollte dieser Kartenplotter beispielsweise ausfallen, kann jederzeit der 125er draußen sämtliche Optionen übernehmen. Andersrum natürlich auch. Man sieht die ganze Anlage nicht. Das ist alles hier hinter eingebaut worden.